Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 14 Online, sonst heute mit Argentinien. Was für eine furchtbare letzte Folge. Ich bin immer noch angekotzt, ich nehme ja immer mehrere Folgen hintereinander auf. Ich koche immer noch von so einer Scheiße. Da reg ich mich immer nur drüber auf. Wenn FIFA meint, die ganzen Werte zu vertuschen, also zu verwechseln, dass irgendwas hier nicht stimmt. Der hätte bestimmt auch mit Messi mithalten können von der Geschwindigkeit. Wieso muss ich eigentlich immer, wenn ich mit Argentinien spiele, gegen Dortmund spielen? Kann mir das einer mal erklären? Jedes Mal, das war bisher einmal der Fall, und dann jetzt wieder. Oh, Gott sei Dank, Alter. Oh Mann, der geht ins Aus. Gott sei Dank, ey. Ja, Messi läuft einfach mal wieder durch. So. Och, wer war's denn? Rojo, was machst du denn da? Was machst du denn da, Rojo? Oh. Das war ja ein toller Ball. Mann. Och, was macht der denn da zur Hölle? Ja, Gündogan. Hängt an Messi wie eine Klette. Och, was macht der denn da, dass der so lange braucht, um den Ball zu verarbeiten? Oh, was dauert das denn hier gerade alles so lange? Das ist ja eine Reaktionszeit, die ist ja katastrophal. Das ist nicht von Tasten drücken, sondern das dauert Ewigkeiten, bis sie irgendwas mit dem Ball machen. Ach, Mann. Das wird die nächste Niederlage, das weiß ich jetzt schon. Ja, Reus ist schneller als Messi. Ist klar. Voll logisch. Mann. Och, und dann läuft er ins Aus. Und dann ein Trick nach dem anderen, der extrem nervig ist. Ich komme ja nicht mehr in den Ballbesitz, weil immer irgendwo einer direkt steht. Oh, wenn der durchkommt, ey, leg mich am Arsch. Oh. Ich habe eigentlich weiter nach unten gedrückt. Ja, toll! Torwart, den kannst du auch mal halten. Alter, ganz toll. Schön, wenn man selber mit Dortmund spielt, hat man nicht solche schnellen Spieler. Das ist wieder schön. Den muss eigentlich der Torwart schon fast haben.
Mann! Hör doch mal auf mit diesen beschissenen Bällen, dass die immer ankommen. Ist extrem nervig. Und dann meine laufen nur wieder voraus. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alter, ganz ehrlich. Ja. Nein, ich hätte gerne Messi in der Situation. So. Warum braucht denn der immer so lange, bis er irgendwas mit dem Ball anstellt? Das nervt ja immens. Oh. Alter. Es nervt. Ich sag doch, es nervt. Es geht nicht. Ich hänge an ihm dran und komme einfach nicht an den Ballbesitz. Ist schon wieder so ein Typ, ey. Wo ich das Kotzen kriege. Wenn ich irgendwie mich drehe in der Partie, hängt mir sofort ein Dortmunder irgendwo. Vor allem im Mittelfeld. Ich habe keine Chance, im Mittelfeld irgendwas zu spielen. Er spielt so offensiv, aber ist trotzdem alle Mann hinten. Nicht verarschen, ganz ehrlich. Es macht langsam keinen Spaß. Zumindest nur mal ein Online-Saison ist. Ultimate Team macht Spaß vom Spielen her. Da sind die Partien immer ausgeglichen und fair. Derzeit. Das wird sich bestimmt noch ändern. Weil hier, da kriegst du mal einen Geschwindigkeitsunterschied. Da. Das ist... so furchtbar nervig. Und dann sind sofort wieder alle Dortmund nach vorne. Da, das meine ich. Das geht nicht. Du kannst nicht so an mir knippen, Junge. Und dann wieder zwei Leute direkt frei. Och, ganz ehrlich. Was ist denn das für ein Mist, ey? Hey, was ist denn das für eine Scheiße? So macht FIFA keinen Spaß, wenn der einfach nur den Ball nach vorne hauen kann. Und drei, vier Leute immer frei sind. Das geht nicht, FIFA. Das kannst du nicht bringen. Sehr schön, er spielt zu zweit. Er spielt zu zweit. Wieso muss ich denn immer gegen Leute spielen, die zu zweit spielen? Mann, 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 Mann. Wieso muss es immer zwei sein? Da, und dann krieg ich den Ball nicht unter Kontrolle. Ist doch klar, dass ich dann keine Chance habe, wenn es zwei sind. Und er spielt ihn direkt vor die Füße von Aubameyang, ey. Und das ist faul, er hält mich fest. Schiri, pfeift doch mal irgendwas. Nein. Ich gehe in der Halbzeit raus. Ganz ehrlich, das ist doch Verarsche. Wieso muss ich immer gegen Leute zu zweit spielen? Wieso, FIFA? Kannst du mir das mal erklären? Wieso müssen es immer zwei sein? Nein, das hat nichts mit R1 zu tun. So wie der gelaufen ist, muss er zu zweit gespielt haben. Alter, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß mehr, FIFA, ey. Beziehungsweise so macht FIFA keinen Spaß. Wenn du einstellst schon, das kannst du jetzt nicht mehr einstellen, wenn du alleine gegen einen spielen willst, nein, dann kriegst du erstmal zwei. Oder die Geschwindigkeiten sind abnormal und stimmen nicht mehr überein mit dem, was in Wirklichkeit ist. FIFA, du bist bescheuert, ganz ehrlich. Die ist eine kürzere Folge, ich habe keine Lust mehr, ey. Oh, ich hasse es, ey, ganz ehrlich. Das ist doch nicht normal. Wieso kriege ich immer zwei? Und vor allem, dann hast du keine Chance. In der Mitte hältst du sofort zwei und dann auch nur nach vorne hauen, weil seine schnellen Spieler läuft sein Kumpel einfach vor.
Das geht nicht, FIFA. Das kannst du nicht bringen. Ich möchte gegen 1 gegen 1 spielen und nicht 1 gegen 2 oder wie viele noch. Oh, ciao.